Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge, das war glaube ich relativ kurz. Und ja, diesmal haben wir eine Runde Herrschaft in Tümmlerkuppel und Steinkohlergrube. Und ja, dementsprechend, ja, werde ich halt versuchen, so viel Gas zu geben, wie nur irgendwie möglich. Es ist nur immer die gleiche Waffe wie letztes Mal, aber ich glaube, es ist geeignet für Herrschaft und für diese beiden Maps. Also, ja, warum nicht? Probieren wir es mal. Aber, wer haben wir heute, glaube ich mal? Welchen haben wir heute? Ich glaube, den 14. Und, ja, dementsprechend ist schon bereits eben am 13., also gestern, um aller Herrgottsfrühe, ist da, was war das? Wie nennt man das? Ein Nintendo Direct für die Nintendo Switch rausgekommen. Jetzt habe ich nachdenken müssen, weil ich wollte schon NX sagen, aber das stimmt ja nicht mehr. Und ja, ich werde am besten da noch ein Ding-Video machen. Also ein Video, das sozusagen aussagt, wie was jetzt so kommt und so. Und ja, schauen wir mal. Ah, ich komme da gerade nicht vier, ist ja Wahnsinn. Weißt du was? Ich fahre aber mal hinten. So dass ich mein Ultimate krieg und dann gehen wir vier. Du warst nicht einmal in meiner Nähe, wie du gesprungen bist. Das ist eine Frechheit. Ganz ehrlich, da, das ist eine Frechheit. Oh oh, unsere eigene Zone ist in Gefahr. Ich hab den Kollegen schon gesehen. Sowas nicht. Na? Doch nicht? Okay. Na, gut. Und ja, ich werde eben entsprechend noch ein eigenes Video dazu machen. Eben, dass es da keine Probleme gibt und so. Wisst ihr. Und ja. Jetzt Sony mal eine Runde. Auf, dass da nichts passiert. Solange mich da keiner tötet, ist mir das scheißegal. Ja, na, ist nur gut. Gut, dann haben wir so. Herrschaft, gut. Gutes Team, ich bin sehr zufrieden, was da abgeht. Solange mich da keiner tötet, werden wir niemals die Herrschaft verlieren. Außer sie gegen ein anderes Set. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, ist das ein feindliches? Ja. Das kann problematisch sein, aber ah, dang it! Okay, ich glaube, das war jetzt gerade erst mein erster Tod. Oder zweiter? Bin mir nicht ganz sicher, aber 44 Punkte ist ein starker Anfang. Das gefällt mir. Oh, fuck. Ah, oh, er hat mich gesehen. Dang it. Ja, hilft ja nichts. Man kann nicht immer Vollgas siegen. Ich werde es probieren, aber schauen wir mal. Und ja, eben NX. Wir werden Gas geben und schauen wir mal, was passiert. Oh, grad nicht der Platscher Mistkerl, du. Jetzt stirb aber. Nicht einmal Frechheit.
Okay, machen wir es mal ein bisschen mehr safe. Hallo? Ja, getradet. Naja, zufrieden kann ich nicht sein. Oh, oh, stirbt oder? Bald, bald, okay. Oh, ein Fernkill. Wie cool ist das? Nice kill da oben. Mach das mal ganz schnell. Jetzt wieder auf mich. Ah, dang it. Ich hätte nicht geglaubt, dass er so den Winkel zusammenkriegt. Er hat ein gutes Stellungsspiel, der Platscher. Aber für heute glaube ich mir nicht das recht. Oh, ein Zufallstreffer. Sehr geil. Und damit haben wir einen Sieg Nummer 1. Okay. Ja, der lässt sich mir nicht nehmen. Das passt echt gut. Ich bin zufrieden. Also, wir haben das gegnerische Team ziemlich unter der Mangel gehabt. Leider hat es nicht für einen K.O.-Sieg gerecht. Aber hey, muss man euer K.O.-Siegen? Ich glaube ja nicht. Ist ja wurscht. Und ja, mehr Punkte finde ich sehr geil. Okay, da könnt ihr mal meine derzeitige Ausrüstung sehen. Ich glaube, da ist jetzt nichts Besonderes dabei, außer dass ich mich ein bisschen auf meinen Tintentitan konzentriere und ja, lange kämpfen. Und ja, ich glaube, das passt so. Ich werde ein paar Runden so weitermachen und ja, bis die nächste Map-Rotation kommt. Also so 10 Kämpfe geschätzt. Und schauen wir mal. Okay, und im Kampf Nummer 2 des heutigen Tages sind wir in der Steinkühlgrube. Wenn ihr das seht, dann heißt es, dass ich wahrscheinlich am Anfang einen kleinen Lauf habe, so wie, ja, fast immer eigentlich. Witzigerweise ist das fast immer bei mir so, wenn ich gerade angefangen habe zu Splatoonen, dann habe ich gerne mal am Anfang einen Lauf. Nice. Ja, dementsprechend. Oha, okay. Nice trade, okay. Okay, gut. Gutes Team. Ja, solange wir traden, während wir die Herrschaft haben, ist das alles okay? Das darf man so als okay ansehen. Backup. Backup. Unterstützung. Manchmal ist das nicht schlecht. Okay. Sehr gut. Triple. Sieg. Okay, ich habe was bewirkt in dem Kampf. Scheiß mir, der war cool. Bin ich eigentlich gestorben? Ich bin mir nicht sicher. Okay, er war auf. Ja, ich hab's gerade nicht gechankt, aber schauen wir mal. Nice, okay, das gefällt mir. 4-0. Wow, sweet. Okay, na dann. Es gibt keinen Grund aufzuhören. Derzeit überhaupt nicht. Und deswegen. Ja, ihr habt es ja schon gedacht, es wird weitergemacht, aber sowas für ein Fix. Na, schau mir ja. Okay, na, das gefällt mir. Weitermachen. Okay, und damit sind wir auch schon beim dritten Kampf des heutigen Tages. Eine Runde Tümmlerkuppel, die andere Map. Okay, na, das passt. Bis jetzt hab's, glaube ich, alle Kämpfe gesehen, also, ja, glaube ich, verliere jetzt keine großen Worte und wir kämpfen mal. Schau mal, was passiert. Na, das schaffe ich auch viel. Ah, erwischt mich nicht. Was, gegnerische Herrschaft? Eben gesprengt. Gut, ja, mir ja, aber. Was tut mein Team? Okay, kurz durchschnaufen. Weiter geht's. Die
So. Flanken wir es mal. Nichts? Okay. Ist leicht verwunderlich. Wir haben ja Ultimate. Also. Schauen wir mal. Na, ja, kann er da? Oh, also. Na, eigentlich. Ihr habt mich erwischt. Das war Frechheit. Nein! Flucht! So nicht, mein Freund! Okay, lieber safe machen. Sie sind jetzt weit weg. Ha! Okay. Ja, guter Kampf war es nicht, aber hey, ein Sieg ist noch immer ein Sieg, das passt schon. Kein Problem. Okay. Ich bin aber ein gesegnet für gute Teamkollegen. In dem Kampf muss ich schon ein bisschen auch sagen, weil der 7-1er, der war heiß. Ich war auch nicht so mies. Aber 3-1. Hab schon bessere Kämpfe heute gehabt. Lol. Okay, na, gefallen mir. In dem Fall würde ich sagen, ja, Siegestränen soll man nicht abreißen lassen. Okay, und weiter geht's im Kampf Nummer 4. Vielleicht den letzten des heutigen Tages. Insbesondere, wenn ich den gewinne. Weil, ja, dann ist eine epische Siegestränen, 4 Kämpfe hintereinander. Und dann werde ich wahrscheinlich die Folge da zweiteilen müssen. Und ja, während das ein bisschen eigenartig ist, wäre es natürlich auch relativ. Ui, witzig, der hat Züge auf mich. Wo ist er? Ist das der da oben? Ah, oh, jetzt! Haha! Nein, ich wollte nur sicher gehen, ob da nicht der Gegner irgendwo steht. Nein! Ah! Gut Züd mit der Insta-Bombe. Muss ich den Gegner lassen. Aber wir haben mal die Führung, auch wenn nur sehr knapp. Das ist ein guter Anfang. Wow, jetzt hast du gedacht, das ist ein Gegner. Hätte ich nicht so cool gefunden. Oh, Flucht! Kurzzeitig. Ich war schon drauf und dran drauf zu drücken, aber. Auf meinen Ultimate-Knopf, aber. Ich hab's nicht wirklich treffen gesehen, witzigerweise, und trotzdem hat's mich getroffen. Ja, mein Gott, hilft da nix. Siegesträhne ist noch immer da, weil wir führen, und das gefällt mir. Bleiben wir da oben. Hinter? Nein, auch nicht. Ah, ich habe ihn durch. Was war das? Wo ist der hinter mir? Ah, mein Team hält relativ gut. Also die zwei da hinten. Mitten in der Gegnerbasis. Sind ziemlich gut drauf, muss man mal so sagen. Noch immer kein Kill. Das glaube ich nicht. Ja, wurscht. Wurscht. Okay, eindeutig der schlechteste von die 4 Kämpfe. Oder? Hm. Naja, was soll's. Gute Teamkollegen haben das ausgemerzt und
Ja, da bin ich zufrieden. Bin ja unglaublich nervig. Ja, 1-3. Eindeutig das Schlechteste. Aber hey, 4 Kämpfe hintereinander siegen ist einfach was Cooles. Ja, in dem Fall würde ich sagen, ja, wir teilen diese heutige Folge wahrscheinlich mal 2. Und ja, dann freut euch mal. Weil, ja, es gibt heute 2 Splatoon-Folgen. Heute am Abend werden wir wahrscheinlich noch eine herausbringen. Und wenn euch das gefällt, dann würde ich mir natürlich sehr über Like freuen oder ähnliches. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Also danke fürs Zusehen und fertig.